Ich denke mal schon, dass man das hört. Also ich auch nicht. Schön. Auch jetzt unterbreche ich auch noch die Frau da drüben. Unhöflich. Ja, mit Frau sollte man vorsichtig sein bei denen. Ich wollte schon schlechte Erfahrungen machen. Ja, ja. So. Ja, uiuiui. Ach, danke, ja. Alle wegen mir heute hier. So, ich stelle das mal ein bisschen rüber. Es fliegt nämlich ein wenig. So, ein bisschen besser hinter die Box gehen. Reicht's nicht so. Test, 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 ja, ja. Könnt ihr nicht hören da drüben? Deutschland! Ihr das Signal, raus auf die Straße, dort's Verbotsgefahr. Vorbildlich formiert in Schwarz und auf den Lippen den Leitsatz. Frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne schwarz, sie weht im Sturm, Deutschland, wir kommen schon. Aus der Not des Verbots geboren, die Reihen geschlossen, den Blick nach vorn. Gegen Spaltung und Abgrenzung, es marschiert die Opposition. Denn frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne schwarz, sie weht im Sturm, Deutschland, wir kommen schon. Als Speerspitze kann sich bezeichnen, wer will. Was immer geschieht, wir bleiben nicht still. Denn eins, das weiß wohl jeder Mann, nur der Glaube, er führt uns an. Denn frei, sozial und national, roh, vereint und radikal. Die Fahne schwarz, sie weht im Sturm, Deutschland, wir kommen schon. Und wenn auch manche Person versagt und lieber über Verbote klagt, der Kampf geht weiter in diesem Krieg. Am Ende steht nur unser Sieg. Denn frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne schwarz, sie weht im Sturm, Deutschland, wir kommen schon. Frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne schwarz, sie weht im Sturm, Deutschland, wir kommen schon. Deutschland, wir kommen schon, bestimmt. Ja, danke schön. Danke. Offenbar hat man mich gehört. Das ist gut, wie wir sagen. Gut, heißt das auf Dialekt, ne? Hochdeutsch, gut. Eins haben wir noch, ne? Bevor es weitergeht. Sie war schon mit 17 Jahren ganz anders als die anderen waren. Und sie kämpfte für ihre Träume, denn die waren meist in Gefahr. Ich traf sie zum ersten Mal, da demonstrierte sie allein gegen irgendwas, von dem sie glaubte, das könnte wohl für die Welt gefährlich sein. Sie trug ihr Plakat durch den Regen, aber alle haben sie nur ausgelacht. Ich ging zu ihr hin und da hat sie mir gesagt, solange mein Herz noch schlägt, mich mein Gefühl noch trägt, solange werde ich bis zum Schluss einfach tun, was ich glaub, dass ich tun muss. Solange mein Herz noch schlägt, geh ich auf meinem Weg, einfach nur geradeaus. Ich geb niemals auf, solange ich leb, solange mein Herz noch schlägt. Ich habe sie dann irgendwann so gut wie sonst niemand gekannt. Und sie lachte oft unter Tränen, wenn ihr Gefühl im Regen stand. Sie liebte die Menschen so, deines Tages, sagte sie. Hier in diesem Land braucht mich niemand und hier fühlt mein Traum sich nie.
Doch ich hab sie nie wieder gesehen. Aber irgendwo hat sich ihre Spur verloren. Ich denk oft an sie und hab mir geschworen, solange mein Herz noch schlägt, mich mein Gefühl noch trägt, solange werd ich bis zum Schluss einfach tun, was ich glaub, dass ich tun muss. Solange mein Herz noch schlägt, geh ich auf meinem Weg einfach nur geradeaus. Und ich geb niemals auf, solange ich leb, solange mein Herz noch schlägt. Dankeschön. Ich hoffe, man hört's auch. Singen, nicht laut von unserer Zukunft sprechen und anderen wichtigen Dingen. Doch die Schicht und Familie, aus der du stammst, sie ist nicht von Bedeutung. Denn als Freiheitssoldaten sind wir alle gleich, da zählt nur Mut und Leistung. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen, stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es, sich Krieger, Krieger zu sein. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen, stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es, sich Krieger und Sieger zu sein. Nie wieder sollen sich weiße Völker für fremde Interessen bekriegen. Ja, wenn wir gegeneinander kämpfen, so werden nur die Mächte des Bösen siegen. Die Männer in Schwarz machten den Anfang, erkannten den gemeinsamen Feind. Ja, auch unsere Farben und Jacken sind schwarz. Europas Jugend, du wirst vereint. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen, stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es, sich Krieger und Sieger zu sein. Für Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen, stehen wir ein. Für Europa der Vaterländer lohnt es, sich Krieger und Sieger zu sein. Dankeschön. Ja, das war's erstmal. Ach so, genau, als Folgendes. Die Demonstration wird jetzt beginnen, ja. Die Anfangseröffnungskundgebung ist hier quasi mit den Liedern jetzt erstmal beendet worden. Ich bitte dann die Kameraden mit den Plakaten an erster Front in der ersten Reihe Aufstellung zu nehmen. Dahinter dann die Fahnenträger, dass aber in jeder Reihe wenigstens außen dann die Fahnenträger sich befinden und immer fünf Kameraden nebeneinander, dass wir also in Reihe und Glied marschieren, ja, wie wir das als Deutsche gewohnt sind. So. Dankeschön.